groß, der kann sein. Lieber Gerd, ganz scherzhaft am Anfang. Ich kann mich noch erinnern, ich stamme nämlich von der Generation, die die Gabel noch auf den Hörer gelegt hat. Aber ich kann mich auch daran erinnern, dass wir bei Volksbefragungen auf die Straßen gingen und uns gegen die Benutzung unserer Daten gewehrt haben. Und das machen wir heute nicht mehr. Heute geben wir das freiwillig ab. Liebe Freundinnen und Freunde, mein Name ist Gerhard Liebscher, ich komme aus dem Kreisverband Vogtland und habe auch das Votum des Kreisverbandes, um hier zu kandidieren. Ich möchte mich für grüne Wirtschaftspolitik und die Belange des ländlichen Raumes einsetzen. Ich selbst komme von einem kleinen Dorf in der Nähe von Plauen mit 160 Einwohnern ohne ÖPNV. Und auf der anderen Seite habe ich 12 Jahre lang eines der größten Industrieunternehmen in Plauen geleitet. Ich denke, ich kenne mich ungefähr mit beiden Themen etwas aus. Vielleicht zuerst ein paar Worte zu meiner Person. Ich bin 63 Jahre alt, verheiratet und in Heidelberg geboren. Seit 2005 leben wir in Sachsen, sozusagen als Vogtländer mit Migrationshintergrund. Bei den Grünen bin ich seit 2008 und ich kam zu den Grünen, weil vor meinem Wohnzimmer NPD-Plakate hingen. Und es waren in diesem Dorf nur NPD-Plakate. Und das treibt mich auch heute immer noch um. Und wenn ich sehe, dass 2000 Neonazis am 1. Mai wieder durch Plauen marschieren, dann schwillt mir der Kamm. Ich war in allen Wahlperioden seit 2009 grüner Direktkandidat für Plauen und bin seit 2018 im Landesparteirat, das war ich auch von 2009 bis 2014. Beruflich war ich bis 2016 Geschäftsführer einer selbstgegründeten GmbH mit 300 Mitarbeitern. Davor war ich Werkleiter in Plauen von Philips und in den Jahren davor hatte ich unterschiedliche Funktionen weltweit für IBM und Philips Halbleiterwerke. Wir stehen in Sachsen vor sehr unterschiedlichen Herausforderungen. Zum einen wollen wir die Entwicklung der Großstädte mit ihrer eigenen Dynamik voranbringen. Zum anderen aber sollten wir den ländlichen Raum nicht vergessen. Im ländlichen Raum wird sich rein demografisch die Bevölkerung weiter stark reduzieren, was zu einer erhöhten Schwierigkeit der Daseinsvorsorge führen wird. Es wird zusätzlich, und das wird gar nicht so richtig gesehen bei den meisten Leuten, eine starke Reduktion der Arbeitskräfte geben. Das heißt, die wirtschaftliche Kraft im ländlichen Raum wird zurückgehen, auch die Steuerkraft. Und dort müssen wir gegensteuern und eine der Möglichkeiten gegenzusteuern ist, uns als weltoffenes, freies Land Sachsen zu präsentieren. Da die Unternehmen in Sachsen meist sehr kleinteilig sind, bedarf es Investitionsforderungen für kleine Unternehmen ohne hohe formale Hürden. Ich habe Investitionsförderung beantragt. Für ein 300-Mann-Unternehmen geht das vielleicht, aber wenn Sie nur 4 oder 5 Mann sind, dann haben Sie keine Chance, an sowas ranzukommen. Und das muss geändert werden. Bei Neuansiedlungen soll besonders auf hohe Innovations- und Ertragskraft geachtet werden. Wir brauchen nicht noch mehr Logistikzentren entlang unserer Autobahnen. Und es mag utopisch klingen, der ländliche Raum braucht Neugründungen aus seiner Mitte heraus. Und es gibt solche neuen Gründungen. Und wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, dass das möglich wird. Die prosperierenden Großstädte wie Leipzig, Dresden oder Chemnitz stehen demgegenüber vor ganz anderen Herausforderungen. Wie bezahlbarer Wohnraum, wir haben das heute schon mehrfach gehört, Nahverkehr, städtische Radwege. Zudem stehen diese Zentren im Gegensatz zum ländlicheren Raum in direkter Konkurrenz zu Großstädten außerhalb von Sachsen. Daher müssen auch diese Städte in ihrer Investitions- und Ertragskraft gefördert und gestärkt werden. Wir Grünen müssen es schaffen, die unterschiedlichen Lebensbedingungen nicht weiter auseinanderdriften zu lassen. Menschen, die auf dem Land leben, haben sich meist bewusst dafür entschieden und haben auch ganz andere Erwartungshaltungen wie Menschen, die sich bewusst für ein Leben in der Stadt entschieden haben. Aber für beide sollte gelten, dass es Daseinsvorsorge gibt, sodass sie sich ihren Lebenstraum erfüllen können. Applaus
Als Einwohner eines sehr kleinen Dorfes kann man hautnah erleben, was industrielle Landwirtschaft bedeutet. Wir leben also im Normalfall umgeben von Monokulturen wie Mais und Raps. Und übrigens, die Pestizide kommen frei Haus und kostenlos. Zurzeit wird wieder Gülle ausgebracht. Ein geruchlich hochinteressanter Vorgang. Aber da unsere Felder, zumindest im Vogtland, zum großen Teil drainagiert sind, läuft diese Brühe nahezu ungehindert über diese Kanäle in die Bäche und Flüsse. Und wir brauchen uns nicht wundern, wenn wir in Deutschland Nitratbelastungen haben, die sogar die EU anklagt und wir demnächst Strafzahlungen machen müssen. Dort gibt es einiges zu tun für uns Grüne. Zur Daseinsvorsorge gehört ein funktionierender ÖPNV, sodass auch Menschen ohne Auto die regionalen Zentren erreichen können. Dazu könnte man die vorhandenen S-Bahn-Linien einfach weiter in den ländlichen Raum führen. Als wir 2005 nach Plauen zogen, konnte man von Stuttgart aus ohne Umsteigen nach Plauen fahren oder nach Dresden. Das ist vorbei. Ein Wiederbeleben der sogenannten Sachsen-Franken-Magistrale würde den ganzen südsächsischen Raum wieder an den Fernverkehr anschließen. Ich muss noch mal zurückkommen zur Demografie. Im Vogtland sind 43% der Wahlberechtigten über 60 Jahre alt. Und ich möchte mich dafür einsetzen, dass dieses Potenzial, das wir im Normalfall nicht so richtig abgreifen, unsere grünen Ideen begreift, versteht und begeistert übernimmt. Weiterhin möchte ich dazu beitragen, dass die Grünen in Sachsen wirtschaftliche Kompetenz zugetraut wird. Und wir mit grünen Ideen Sachsen nach vorne bringen. Vielen Dank. Danke, Gerhard.